Guten Morgen, es ist Samstag, der 15. Oktober 2022 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle, die genau wie Bundespräsident Steinmeier auch in Zügen keine Masken mehr tragen würden. Den Podcast für alle, die sich fragen, ob die grüne Vorliebe für medikamentöse Kastrationen vielleicht nicht nur den Zustand der Partei erklärt. Mein Name ist noch immer Paul Brandenburg und ich bitte euch auch heute so herzlich wie ernsthaft um zwei Dinge. Erstens, Nacktes Niveau und alle Arbeit dahinter ist von euren Spenden abhängig. Mehr denn je sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Darum, so ihr etwas geben könnt und möchtet, geht bitte auf paulbrandenburg.com/spende und sendet uns einen kleinen Teil eures hart verdienten Geldes. Auch die zweite Bitte bleibt die gleiche wie in der Woche zuvor. Nacktes Niveau hat es wie alle freien Medien auf den Zensurplattformen von YouTube und Co. immer schwerer. Befreit euch und uns von deren Übergriffigkeit und hört uns direkt über die freien Quellen. Über nacktesniveau.de bekommt ihr alle Links zu den Streams und Downloadmöglichkeiten wie theplatform.net oder auch Odyssey. Genug der Werbung. Drei Gäste sind heute wieder bei uns, die ich sehr herzlich begrüße. Aus Wien, der Historiker und Verleger Hannes Hofbauer. Aus Berlin, die Journalistin und Redakteurin der Epoch Times Deutschland, Sarah Kasner. Und unser aller Lichtblick von der Südseite der Alpen ist wie immer Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Danke, dass ihr hier seid, ihr drei. Ihr Lieben, in Berlin scheint eine Epoche zu Ende zu gehen. Während Merkel für eine knappe Milliarde Euro die Bürofläche seines Kanzleramtes eben mal verdoppelt, macht ein anderer Bunker dicht. Das Berghain, so hört man es in den Szeneblättern und der Berliner Zeitung, schließt wohl noch in diesem Jahr die Tore für immer. Der Techno-Club galt lange als einer der 10 besten der Welt und irgendwie will jeder schon mal drin gewesen sein. Nun, da passieren durchaus, sagen wir mal, interessante Dinge, die weltweit als legendär gelten. Frage an euch mit Bitte um kurze Antwort. Betrifft euch das? Ist das ein Verlust oder wisst ihr nicht einmal, worüber ich hier eigentlich rede, Sarah Kasner? Paul, du fragst eine junge Berlinerin, natürlich. Das ist schlimm. Warum soll das denn geschlossen werden? Ja, ich finde es tragisch. Aber gut, das KitKat sollte auch schon mehrmals geschlossen werden. Ist es nicht geschehen? Also man kann die Daumen drücken. Tja, der Jungs wohl gerade das Problem. Also man hört und liest, dass wohl gerade Techno bei den, Zitat, jungen Leuten nicht mehr en vogue sei und die Clubs die Schnauze voll hätten, Milena. Du bist ja auch noch eine junge Frau. Also das Berghain wahrscheinlich dein Stammladen in Berlin. Oder ist das für dich ein Verlust, dass er zumacht? Ja, sicher. Ich als Berlin-Flüchtling, als alternder Berlin-Flüchtling. Ich war tatsächlich nie im Berghain. Mir ist das relativ schnuppe. Ich finde es generell schade, wenn Läden schließen, weil es ja im Moment jede Menge Läden sind, die schließen. Aber Sarah, der KitKat Club, da geht es um Sex. Und ich glaube, das zieht immer. Deswegen macht das KitKat Club nicht zu. Ja, der Hinweis kommt nur von jemandem, der noch nicht im Berghain war, liebe Milena. Aber da passiert auch so einiges, was sehr ähnlich ist wie das, was im Kitty abläuft. Lieber Hannes Hofbauer, das ist aus Wien betrachtet vielleicht einfach furchtbar nebensächlich. Für Berlin dreht sich ja die Welt um Berlin. Da ist das Berghain irgendwie sinnbestimmend. Nun ist es in Wien ja auch nicht schlecht bestellt um die Musikszene. Bei euch vermutlich wird sowas nicht zur Kenntnis genommen, nehme ich mal an, oder? Ja, du fragst einen alten Wiener, über 60. Ich war noch nie in einem Techno-Club, auch nicht in Wien. Ich freue mich schon auf die Ballsaison. Mit Masken, super. Ja, Maskenpflicht ist tatsächlich auch unser erstes Stichwort, denn Deutschland als einsamer Irrer findet natürlich zur Maskenpflicht zurück. Karl Lauterbach hat am Freitag nicht nur mit einer Long-Covid-Aktivistin zusammen eine neue Impfkampagne vorgestellt, Zitat Ende, sondern auch die Länder in Berlin, die Bundesländer, dazu aufgerufen, sie sollen die Maskenpflicht endlich wieder einführen. Und welches dysfunktionale Bundesland springt wohl als erstes auf diesen Zug auf, Milena? Das eben erwähnte. Und hier kommt die Maskenpflicht vielleicht zurück oder auch nicht oder doch oder wie ist der Stand der Dinge? Ja, das ist so lustig. Ich komme mir vor, bin ich Jesus, wächst Gras aus meinen Händen, was weiß ich. Aber ich meine, ich würde wahrscheinlich schon drauf wetten. Aber diese Pressekonferenz von Seuchenkarl und der Spiegel-Autorin Margarete Stokowski als trauriges Long-Covid-Opfer, das hatte schon was. Man muss zu Frau Stokowski sagen, sie hat nach der Booster-Impfung, ich glaube, es war Anfang des Jahres, danach hat sie Covid bekommen und seitdem geht es ihr schlecht. So, kann sich jeder so seine Gedanken dazu machen. Aber wenn man mal überlegt, nach der neuesten Immunbridge-Studie von Hendrik Streeck sind ja 95% der Deutschen grundimmunisiert. Punkt. Und hier sollte dieses Märchen von der Pandemie ja auch endgültig beendet sein.
ist es natürlich nicht. Und da ist ja noch viel Impfstoff, der eingekauft wurde, und Paxlovid. Und das muss natürlich in die Menschen gebracht werden. Es war auch übrigens bei dieser Pressekonferenz ganz interessant. Es wurde auch zu Paxlovid gesprochen. Also Seuchenkarl hat also erzählt, wie toll dieses Medikament ist. Kein einziger hat diese Meldung der Daily Mail mal hinterfragt, nach der Studien unter anderem von Forschern aus Harvard jetzt bewiesen haben, dass Paxlovid auch Thrombosen auslösen kann. Ja, das interessiert aber niemand. Scholz hat es ja auch überlebt und Karl Lauterbach auch. Ist auch natürlich kein größeres Thema in den Altmedien. Aber ja, die Maskenpflicht wird wahrscheinlich wiederkommen. Und wir dürfen nicht vergessen, es geht bei der Maske ja auch oder auch in erster Linie um ein Gehorsamkeitssymbol. Brave Menschen ohne Gesichter, das ist ja das neue deutsche Schönheitsideal. Und außerdem muss ja auch die Angst hochgehalten werden, falls die Panik vor Verarmung und Frieren nicht reichen sollte. Ja, um die Menschen schön unten zu halten und auch dumm zu halten, weil wir wissen, Angst macht dumm. Ja, und interessant auch, dass diese Impfkampagne von Karl, die jetzt 32 Millionen kostet, auch medial natürlich flankiert von den üblichen Verdächtigen wurde, wie dem Marburger Bund, dieser sogenannten Ärztevertretung, und auch den Münchner Krankenhäusern, die auch schon zu Beginn die Paniktreiber waren. Ja, also das ist schon ganz interessant zu sehen. Natürlich auch die Öffentlich-Rechtlichen dabei mit dem ARD-MoMA, impfen, impfen, impfen. Und, aber doch, auch Techno. So. Ja, genau. Ja, doch. Ich kann schon. Aber dann auch so witzige Geschichten oder so von so seltsamen Typen wie Mario Sixtus, ja, nach eigenen Angaben Drehbuchautor von Science-Fiction-Filmen. Und der hat eine riesige Fanbase bei Twitter. Und der hat jetzt geschrieben, wenn die Münchner Intensivstationen bald völlig überlaufen, ist dann die Aussage, war freiwillig auf dem Oktoberfest, wenigstens ein Kriterium bei der Triage. Also der Typ redet von Triage, dabei zeigen die Statistiken, dass zeitgleich zum Münchner Oktoberfest überall diese sogenannten Fallzahlen hochgegangen sind. Also im Rest Deutschlands genau wie in München. Und übrigens, die Zahlen gehen gerade wieder zurück, wie man sieht, ganz von alleine. Und mein Twitter-Freund Professor Freedom hat sich die Mühe gemacht, all diese Statistiken in Grafiken aufzuschlüsseln. Und das sieht sehr schön aus. Und sein Ergebnis: belegte Betten historisch niedrig, Corona-Patienten auf Intensivstation unauffällig, aber Personal reihenweise krank, trotz Impfung, trotz FFP2, trotz Tests. Und ich glaube, da ist auch die Krux: Personalmangel, weil Personal eh schon gefehlt hat, weil Pflegekräfte den Beruf verlassen haben, freiwillig oder wegen Impfzwang, und weil sie halt extrem häufig krank werden. Also vor allem wohl die Durchgeimpften. Woran das wohl liegen könnte? Jetzt hat uns Milena natürlich als paar Forceritt nochmal 2 Jahre Corona quasi in a nutshell gegeben zum Auftakt dieser Pflicht. Ja, völlig zu Recht. Also ein Thema, zu dem es eigentlich nichts mehr zu sagen gibt, hast du es nochmal zu Recht abgewaschen. Lass mich trotzdem noch anfügen, der Marburger Bund, diese immer wieder zitierte Organisation, ist keine Fachgesellschaft. Diese Gewerkschaft, diese SPD-nahe Politorganisation, deren Vorsitzender über lange Jahre, gefühlt 1000 Jahre der dunklen Zeit, Herr Montgomery war, dieser Pseudoprofessor aus Hamburg, der Halbtagsradiologe, der Marburger Bund springt jeder SPD-Politäußerung natürlich sofort unterstützend zur Seite, und das hat nichts mit einer medizinischen Fachmeinung zu tun, whatsoever. Also das nur zur Ehrenrettung möchte ich nicht sagen. Die deutschen Ärzte haben nichts mehr an Ehre, was man hätte retten könnte in dem Zusammenhang mit Corona, aber zumindest um das Ganze etwas gerade zu rücken. Ja, also eine klare Aussage von dir, Milena. Ich weiß nicht, Sarah, hast du aus deiner Sicht noch was anzufügen? Ich stehe auch nur schweigend davor, beziehungsweise irritiert, und stelle fest, dass Berlin eine Gesundheitssenatorin hat. Ulrike Gothe heißt die, von der Sorte blasse Person, die direkt, wenn man sie vor einem steht, wahrscheinlich nicht auffallen würde. Und die Dame kommt nun ausgerechnet mit diesem Vorschlag. Kannst du dir das irgendwie erklären? Warum nun gerade jetzt hier und warum gerade Berlin? Nee, erklären kann ich mir das überhaupt nicht. Das kann ich mir seit 2 Jahren nicht wirklich erklären. Überraschend tut es mich deswegen weniger. Bescheuert finde ich das trotzdem, wenn man das vielleicht so sagen darf.
Sie selber hat gesagt, Berlin ist kein Hotspot und davon weit entfernt. Warum man dann jetzt eine Maskenpflicht womöglich in Räumen einführen sollte, also das ist genauso unsinnig wie eine Regel von Oktober bis Ostern, die überhaupt nicht auf Grundlage von irgendeinem Infektionsgeschehen geschieht, sondern einfach wegen einer Jahreszeit, wo man davon ausgeht, dass sich mehr Menschen infizieren. Also ja, oh Mann. Jedenfalls, was ich beobachte, und das finde ich eigentlich schon schlimm genug, in meinem Fitnessstudio bin ich vor anderthalb Wochen reingegangen. Normalerweise war dort jetzt seit Monaten wie nirgendwo keine Maskenpflicht. Niemand hat mir eine getragen, bis auf wenige Bekloppte. Und auf einmal komme ich da rein und am Tresen haben die Mitarbeitenden auf überraschenderweise eine Maske auf. Und ich spreche den an und sage, müsst ihr jetzt wieder eine Maske tragen? Er so, ja, leider, sage ich. Warum das denn? Wissen wir nicht. Das ist total genial. Die Leute, die da arbeiten, haben eine Maske auf. Der Chef und die Chefin nicht. Und die ganzen Leute, die trainieren auch nicht. Also ohne Sinn und Verstand, mir können sie nicht sagen, warum. Sie selber wissen es wahrscheinlich auch nicht, aber das ist vielleicht das, was uns jetzt in Zukunft wieder erwartet. Ohne Sinn und Verstand ist ja irgendwie ein durchgehendes Motiv in dieser Zeit. Ja. Lieber Hannes Hofbauer in Österreich, wir haben ja hier aktuell die Situation, dass rund 730 Millionen dieser Masken, die der Staat tatsächlich hier angeschafft hat, beziehungsweise 37 Millionen OP-Masken und 60 Millionen FFP2-Masken aus staatlichen Reserven jetzt mal verbrannt werden müssen, weil die Dinger schlecht geworden sind in der Zwischenzeit. So maskengeil, wie unser Land hier ist. Thermisch verwertet sogar, glaube ich, klingt toll, oder? Ja, also wir verbrennen hier also im Milliardenwert Masken, führen neue Pflichten wieder ein und da ist ja ein hoffnungsvoller Blick so in Richtung Süden. Vielleicht macht ihr es in Österreich ja besser. Manchmal ist das ja durchaus der Fall. Wie steht's denn mit dem Maskenmandat bei euch? Gibt es da erst etwas absehbar? Ja, also besser machen wir es nicht im Prinzip, aber ohne Sinn und Verstand ist das Stichwort, zu dem ich noch ein bisschen eine Anekdote dazu erzählen will. Ich war vor 3 Wochen in Berlin mit dem Flieger und bin dann mit der S-Bahn da von Schöneberg heute in die Stadt gefahren und im Flieger war keine Maskenpflicht, woran sich auch fast alle gehalten haben, das spricht, die Menschen haben keine Maske aufgehabt, waren ungefähr 1 Stunde 10 Minuten auf engstem Raum. Die Flieger sind ja mittlerweile so vollgepackt mit Menschen, dass man die Knie fast nicht mehr unterbringt im Vorderfeld. Und in der Schnellbahn in Berlin war dann plötzlich wieder Maskenpflicht. Also ohne Sinn und Verstand. Das ist ein wunderbares Beispiel, das mir eigentlich kaum erklärlich ist. Und die österreichische Situation ist ziemlich ähnlich wie die in Deutschland. Wir haben jetzt den dritten Gesundheitsminister in dieser Phase der Corona-Zeit, schon auch der dritte Grüne. Er ist nicht ganz so verrückt lustig wie eurer. Er heißt Rauch, ist ein bisschen vorsichtiger, was die Maskenpflicht angeht, aber sie diskutieren den Moment dieser Tage, ob sie nicht die Maske ab 23. Oktober, weil da läuft wieder irgendein Gesetzesdingsbums aus, ob 23. Oktober wieder im öffentlichen Raum einführen sollen, wobei die Radikalsten bei uns im negativen Sinn, sonst habe ich nichts gegen Radikale, die Wiener Stadtregierung ist, sozialdemokratisch zusammen mit einer liberalen Gruppierung, NEOS, die haben Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Apotheken. Und wenn sich der öffentliche Verkehr, wie sehr oft, häufig in Wien ja über die Grenze, die Stadtgrenze hinaus nach Niederösterreich, das ist das begrenzende Bundesland, bewegt, dann kann man dort die Maske abnehmen und wieder anziehen, wenn man wieder nach Wien reinkommt. Also das zeigt schon, es ist eine ziemlich verrückte Situation. Und wir haben auch eine grüne Regierungsmannschaft in der Bundesregierung, unter anderem den Vizekanzler, und die haben vor kurzem abgefeiert die Präsidentschaftswahl, die wir in Österreich gehabt haben. Auch ein Grüner ist wieder Präsident geworden. Van der Bellen muss man sich in Deutschland nicht merken, den Namen. Während dieser Feier wurde immer dann, wenn man gesehen hat, die Kameras sind weggedreht, wurde keine Maske getragen, beispielsweise vom Vizekanzler Werner Kogler. Kaum trat er vor das Mikro, um zu sagen, es ist wichtig, hat er demonstrativ eine Maske aufgesetzt, um sie wieder abzunehmen, um dann ohne Maske ins Mikro zu sprechen. Also es ist ein Hin und Her, das fast schon symbolträchtig ist.
Ich würde noch gerne was ergänzen, also Van der Bellen oder wie ihn böse Bürger nennen, Van der Biden. Ja, also der ist wieder, er ist Bundespräsident. Also lieber Hannes, ich bin ja, sitze ja hier auch in Kärnten, übrigens das einzige Bundesland, in dem Van der Biden in eine Stichwahl gemusst hätte. Ja, also so viel zu unserem Kärnten. Ich glaube schon, dass diese Maskenpflicht wiederkommt, direkt als er gewählt wurde. Hat ja sofort die Grünen-Chefin nach der Maskenpflicht gerufen. Und dieser Rauch, unser neuer Gesundheitsminister, also der gefühlt 130. seit dieser Krise, der wehrt sich noch ein bisschen, aber er wird, das hatten wir auch alles schon, er wird von allen Seiten, von sogenannten Expertengremien, die sehr gerne von der Pharmaindustrie gesponsert werden als einzelne Personen und so, wird er halt schon unter Druck gesetzt. Und ich gehe mal davon aus, dass ab 23. Oktober, also dass zumindest dort verkündet wird, dass die Maskenpflicht in Innenräumen wieder kommt. Ich nehme Wetten entgegen. Tja, also wer auch immer sich dann noch daran halten mag, ich muss es ganz ernsthaft und ohne jeden Spott sagen, ausschließlich Lernbehinderte und Angstpatienten würden sich diesem Terror noch unterwerfen. Und beide sind, das sage ich wirklich ganz klinisch und ohne irgendeine Bösartigkeit, beide sind mit diesem Verhalten so zumindest zumindest eigengefährdend in ihrer Gesundheit, dass sie der Hilfe bedürfen, dass sie der Intervention bedürfen. Wer noch nicht verstanden hat, wie er da vorgeführt und erniedrigt wird, dem ist vermutlich kaum noch zu helfen. Aber lieber Hannes, obwohl du meinst, dass Herr Van der Biden keine internationale Beachtung verdient, bekommt er die ja durchaus, auch in Deutschland. Und die hier doch sehr regierungsnahe Frankfurter Allgemeine Zeitung lobt ihn nach seiner Wiederwahl, denn auch ausführlich, und schreibt ganz schwärmerisch, dass er betont unaufgeregt auf seinen Wahlerfolg reagiert hat und in noch nie dagewesener Weise doch in seiner bisherigen Amtszeit die durchaus beträchtlichen Kompetenzen ausübte, die der Präsident in Österreich hat, und genießt bitte diese Wortwahl, beruhigende Ansprachen hielt und erklärte, warum zwar die Regierung in der Krise jeweils schlecht war, nicht aber der Staat. Also die FAZ ist zumindest ganz begeistert von eurem alten und neuen Präsidenten. Andere scheinen da weniger begeistert, um bei Österreich zu bleiben, Milena und Hannes. Das amerikanische Ratingunternehmen Fitch hat die Bonität gesenkt von Österreich. Also wir erinnern uns, diese amerikanischen Ratingagenturen, die mehr oder minder vorgeben, ob ein Staat oder eine große Firma einen Kredit bekommt. Die hat Österreich abgestraft. Ihr seid's nicht artig sein da drüben, oder? Also angeblich, beziehungsweise ganz offen, sagt diese Agentur, Österreich hat zu viel Abhängigkeit von russischem Gas. Rechtfertigt euch bitte, Milena, wie kann das sein? Ja, ich habe mir, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, was mit Deutschland? Ja, sind die jetzt auch schon bei -3B oder was geratet? Keine Ahnung. Schwierig zu sagen. Aber was das Wirtschaftliche angeht, es fällt extrem auf, dass zum Beispiel in Österreich, das ja ein Tourismusland ist, die Gastro und die Hotellerie extreme Personalprobleme haben, also wirklich extrem. Das fiel in der Sommersaison schon sehr auf. Da haben einige Häuser ganz zugemacht, andere haben mehrere Ruhetage eingeführt, also mitten in der Saison, und bei einigen hast du Pech, wenn du am Samstagabend im vollen Restaurant sitzt mit einer Kellnerin, ja, dann sitzt du auch schon mal gerne bis Sonntag. Und jetzt kommt ja die Skisaison, und die Skibetriebe haben natürlich ein Strombezahlproblem, ja, auch der Kunstschnee, das wird eine teure Geschichte, und die Preise für Tageskarten bewegen sich in den großen Skigebieten jetzt schon langsam auf die 70 Euro zu, ja, also die sind so zwischen 56 und 68 Euro, das muss man sich mal, also für eine Person, ja nicht für eine Familie, für einen Tag Skifahren. Und sollte jetzt noch eine Maskenpflicht kommen, das hilft dem Umsatz wahrscheinlich auch wenig. Also das ist jetzt so mein Resümee aus dem Tourismusgebiet Kärnten. Hannes, wie siehst du das aus dem andere Wirtschaftsgebiet Wien? Ja, insgesamt muss man feststellen, wir haben ja extrem hohe Verschuldung in Österreich, neben der Abhängigkeit von russischer Energie, die ja im Prinzip halt beigesanktioniert worden ist, aber dazu kommen wir vielleicht noch, weil das wahrscheinlich das wichtigste Thema dieser Tage ist, diese Sanktionen. Aber ich habe mir die angeschaut, diese Verschuldungsdaten, unter anderem schon lange bevor da irgendwie die Sanktionen gegen Russland dazu geführt haben, dass wir uns selbst ins Knie schießen, mehr oder minder.
Die Corona-Hilfsgelder, die ausbezahlt worden sind von den unterschiedlichen Staaten, sind in Österreich extrem hoch gewesen. Also es gibt da Statistik für das Jahr 2020, nachdem die Ausgaben des Staates für Unternehmensförderungen, also Kurzarbeitsförderung und andere, pro Kopf 1.400 Euro betragen haben in diesem einen Jahr, in dem ersten Jahr der Corona-Zeit. Und in Deutschland waren es nur 450 Euro und in der Schweiz nur 82. Das heißt, wir haben 20 Mal so viel in Österreich ausgegeben für Maßnahmen, die im Prinzip vielleicht im ersten Moment sinnvoll erschienen sind, aber nach kürzester Zeit eigentlich sinnlos waren. Und man kann sich anschauen, was Österreich und die Schweiz an unterschiedlicher Position heute haben, auch in der Verschuldung, auch in der Inflationsrate. Und dann sieht man, dass das eben mit ein Grund ist, warum Österreich wirtschaftlich schlecht dasteht zurzeit. Also um diese Ratingagentur, ja, da kann man über Ratingagenturen streiten, das sind ja alle amerikanische Firmen, die mehr oder minder für eigene Interessen unterwegs sind, das ist eh schon gesagt worden. Aber das gibt doch ein Bild im Vergleich, gibt es ein Bild zum Beispiel mit der Schweiz, die ja sich durch die Corona-Zeit ein bisschen anders verhalten hat. Ich meine, die waren jetzt nicht sehr viel anders, aber doch ein wenig näher am Menschen, ein wenig näher am Volk. Es ist ja nicht so, dass in der Schweiz viel mehr Leute gestorben wären am Corona oder das Ganze tragisch geendet hätte. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, 20 Mal so viel hat Österreich ausgegeben in einem Jahr, um dieser Corona-Pandemie Herr zu werden, was natürlich nicht stimmt, sie haben es nur so argumentiert. Das, glaube ich, ist auch ein Grund, warum es in Österreich wirtschaftlich derzeit schlecht aussieht. Nun vermute ich Schwurbler natürlich hinter solchen Dingen, lieber Hannes, gewisse machtpolitische Interessen. Wenn ich überlege, Österreich ist, man mag es kaum glauben, formal ja noch neutral, nicht? Also Österreich ist nicht Teil der NATO-Allianz gegen Russland, kann man sagen. Und da kommt in so einem Augenblick, wo die Schulden eh schon drücken, nun ganz zufällig kommen da zwei amerikanische Ratingagenturen um die Ecken und heben dann die Zinsen ja indirekt mit so einer Aktion auf die Schulden. Also ich bringe das dann in Deckung. Hältst du das für plausibel? Dass einfach die Botschaft an Österreich ist, sich vielleicht anders zu verhalten gegenüber Russland. Aber Österreich verhält sich total konform mit der Europäischen Union. Ich meine, wir hatten einen Ausreißer, unser Bundeskanzler war der einzige, meines Wissens nach, Staatschef der Europäischen Union, der in Moskau zu Besuch war und Putin besucht hat, um zu sagen, also bitte, bitte, bitte weiter Öl und Gas liefern, ansonsten keine Handshakes, weil die Kameras dürfen nicht sehen, dass wir uns getroffen haben. Aber es war natürlich trotzdem öffentlich bekannt. Aber ansonsten würde Österreich in keiner Weise, beispielsweise wie Ungarn, als rebellisch gegenüber der Sanktionspolitik und gegenüber der antirussischen Hysterie bezeichnen. Wir sind da sehr konform mit allen anderen, fast allen anderen EU-europäischen Ländern. Ja gut, vielleicht müssen die Agenturen ja dann noch, muss jemand die Agenturen darauf hinweisen, dann wird es auch wieder was mit dem Rating. Mal schauen, was dann, was auf Deutschland zukommt in der Richtung. Aber wieder nach Deutschland geschaut, da haben wir gesehen, dass eine zufällige, sagen wir mal, Häufung oder ein zufälliges Zusammenfallen von zwei rätselhaften Dingen passiert ist. Da ist vor kurzem bei der Deutschen Bahn doch sehr, sehr gezielt etwas kaputt gegangen. Zeitlich zufällig passend, gerade während der dunkle Lord des Freiheitshasses Nancy Faeser uns darauf hinweist, dass wir uns militärisch schützen vor unsere Infrastruktur stellen müssen. Komischer Zufall, könnte man meinen. Aber vielleicht, Sarah Kastner, ist das ja gar kein Zufall. Hast du ein bisschen verfolgt, was da bei der Bahn passiert ist? Also der Nah- und Fernverkehr in Norddeutschland ist zusammengebrochen und letzten Endes sind keine Züge mehr gefahren. Zuerst gab es, was war die Begründung, technische Störungen. Dann hat die Deutsche Bahn weiter gesagt, ja, es wird sich dessen angenommen und es wird geschaut, was es war, und im Endeffekt kam heraus, dass es wohl Sabotage war und wichtige Kabel gekappt, gezielt und mutwillig gekappt worden seien, durchgetrennt worden seien. Ja, und daraufhin ist dann eine Debatte entstanden, was dann passieren würde, wenn überhaupt, wenn es ein Blackout gäbe und wenn das gesamte Streckennetz zusammenbrechen würde. Und ja, da kann sich natürlich jeder irgendwie ausmalen, was für ein Chaos das gäbe. Vor allem, wenn jetzt immer mehr Medien über Blackouts und so weiter berichten, schon Leute sagen, nicht mehr bitte mit Fahrstühlen fahren und Treppen nehmen. Da sind ja die Bahnen irgendwie noch das kleinste Problem.
Da kann man wenigstens noch die Türen öffnen und raus. Letzten Endes habe ich von einer journalistischen Freundin, wir haben uns über dieses ganze Debakel, Blackout und so weiter unterhalten und sie hat mir eigentlich, wenn wir jetzt wieder dabei sind, dass ich ja immer hier Mut mache und positiv vorangehe, sie hat mir gesagt, Sarah, schau mal, die letzten 2 Jahre haben die Medien immer gelogen und die Regierung auch. Warum sollte es jetzt ein Blackout geben, wenn sie die ganze Zeit von einem Blackout schreiben? Das fand ich so eine interessante Hypothese und These, wo ich dachte, ach, vielleicht mache ich mich jetzt doch nicht mehr so verrückt und versuche, das ganze Theater nicht so anzunehmen, weil, ja, vielleicht lügen sie jetzt ja wieder. Ja, aber man könnte das natürlich auch anders sehen. Man könnte auch sagen, sie machen 2 Jahre lang, erzählen sie uns, dass der Blackout kommt, um uns vorzubereiten, dass wenn er kommt, dass das halt nicht anders ging. Das war alternativlos, der Blackout. Das ist natürlich die andere Möglichkeit. Aber es ist natürlich interessant, dass nach diesen Anschlägen auf die Bahn jetzt die große Hilfe, unsere Infrastruktur wird angegriffen, Kampagne gefahren wird. Also noch eine Angst obendrauf gesetzt und immer läuft im Hintergrund das Framing mit Putin will uns zerstören. Das sagt jetzt so keiner, aber es wird schon, man kann fast schon, also sagen wir mal, der normale Tagesschau-Zuschauer oder der normale Leser von irgendwelchen normalen Altmedien könnte auf die Idee kommen, dass Putin selber die beiden Kabel in Herne und in Berlin abgeknabbert hat, ja. Was natürlich völliger Blödsinn ist, das kann jeder gewesen sein, das kann auch die Bundesregierung oder die Sicherheitsapparate der Bundesregierung selber gewesen sein. Also wir wissen es nicht, aber was ganz interessant ist, ich habe gerade ein Interview mit dem IT-Sicherheitsexperten Manuel Attuk gesehen und er sagt, die vorherige Bundesregierung hätte die Empfehlungen zum neuen IT-Sicherheitsgesetz, die Empfehlungen von 6 Sachverständigen, er war einer davon, komplett ignoriert. Also die haben gesagt, also die Cybersicherheit, da sollte man vielleicht das und das machen. Nein, haben sie gesagt, das wollen sie nicht. Und sie, also er sagt, sie sind beratungsresistent. Und Attuk hat auch gesagt, das ist ganz interessant, der Regierung sei es wichtiger gewesen, den Sicherheitsbehörden mehr Kompetenzen zu geben, um Täter zu jagen, als sich wirklich um die Cybersicherheit der Infrastruktur zu kümmern. Und ja, das passt ja im Grunde in das allgemeine Bild. Die Sicherheitsbehörden bekommen immer mehr Personal, die bekommen immer mehr Kompetenzen, um sich um Täter, Anführung vorne, zu kümmern. So Täter wie Paul Brandenburg auch zum Beispiel, ja. Und das ist auch ganz richtig und wichtig so, um Gottes Willen, wenn die losgelassen werden, wer weiß, was dann passiert. Ja, und die Chefverfassungshasserin hat das auch wörtlich noch ausgeführt und sagte dazu, die Anbieter, also die Bahn beispielsweise und andere Eigentümer kritischer Infrastruktur, müssten sich jetzt intensiv gegen Gefahren wie Naturkatastrophen wappnen, aber auch Terrorismus, Sabotage und menschliches Versagen. Zugleich müssten Meldepflichten für Sicherheitsvorfälle etabliert und Berichtspflichten eingeführt werden. Jetzt wirf mir wieder Schwurbeln vor, das klingt schon, als ob sie sehr konkrete Ideen hätte, was da alles jetzt kommen müsse, unbedingt. Und also entschuldige, es ist ein so abstrus unwahrscheinlicher Zufall, dass gerade im Kontext von Nancy Faesers jüngsten Terrorplänen so gezielt 2 Kabelkästen bei der Deutschen Bahn kaputt gemacht werden, dass selbst der Spiegel dann dazu schreibt, das sind nun ganz zufällig an verschiedenen Enden der Republik die 2 kleinen Bausteine, die man braucht, um dieses ganze Schienennetz dort lahmzulegen. Und es ist ein so kleiner Schaden, dass er innerhalb weniger Minuten gefunden und innerhalb von 3 Stunden repariert werden konnte. Also, sorry, für wie blöde müssen die Täter dann die Öffentlichkeit halten, wenn man ernsthaft davon ausgeht, dass nicht offenkundig ist, dass hier mit dezidiertem Wissen der Bahn gehandelt wurde? Und woher sollen die Russen das bitte haben? Also es stinkt dermaßen nach einer Eigenaktion von Nancy. Ich kann es nicht anders sagen. Du bist aber auch ein Schwurbler heute, meine Herren. Ja, es tut mir leid. Ich werde ja schon ganz neidisch. Aber, sorry, Sarah, korrigier mich, aber es ist doch, also wenn es aussieht wie eine Ente und quakt wie eine Ente und fliegt wie eine Ente, dann ist es kein Zebra, oder? Nein, was Milena ja gerade auch, finde ich, zu Recht angesprochen hat, ist die Angst. Seit Monaten, Jahren werden Menschen in Angst gehalten und das ist ganz klar eine Möglichkeit, Menschen zu kontrollieren und Macht auszuüben. Und es ist eine Methode, Menschen fügig zu machen. So, und das weiß man schon seit Jahrzehnten, schon seit Jahrhunderten. Das läuft nicht nur jetzt gerade in der Regierung. Und dieser Panikmodus, der ist seit
der wird schon so lange aufrechterhalten und die Menschen kommen gar nicht mehr los davon. Also es ist eigentlich noch ein Wunder, dass wir nicht irgendwie die Hälfte der Bevölkerung haben, die zu Hause in der Ecke sitzen und nicht mehr aufstehen können, weil sie irre geworden sind. Also diese Angst ist halt die ganze Zeit zu spüren und die Regierung kann damit dann letzten Endes machen, was sie will, ja. Und das tut sie auch, so hat sie gerade also beschlossen, was auch viele Medienportale nicht berichten, dass unsere Bundeswehr nun endlich mit einer israelischen Kampfdrohne nicht nur ausgestattet wird, sondern diese israelische Kampfdrohne nun auch bewaffnen darf und, haltet euch fest, im Inland einsetzen darf. Dieses Gerät, Heron TP genannt, ist größer als ein Kleinflugzeug, so vom Typ Cessna, das viele kennen, mit 26 Meter Flügelspannbreite, 13 Meter Länge und wiegt nur knappe 4.500 Kilo und soll nun explizit von der Bundeswehr auch im Inland eingesetzt werden, um das nächste Mal Putin abzuschießen, wenn er bei der Bahn irgendwo den Sicherungskasten klaut. Lieber Hannes Hofbauer, wie ist das in Österreich ähnlich, die Diskussion um Sicherheit und militärische Bedrohung im Inland? Wird da Vergleichbares geführt oder seid ihr noch immer ganz bei der Maske und Corona verhaftet? Na, Vergleichbares würde ich nicht sagen, dass geführt wird. Es ist schon ein bisschen weniger dramatisch. Das hängt damit zusammen, dass Österreich formal neutral ist, dass wir eben nicht fremde Truppen bei uns stationiert haben, dass wir nicht NATO-Mitglied sind. Wir erhöhen zwar, also unsere Bundesregierung erhöht zwar den Militäretat, aber erstens nicht mit einem Sonderbudget, wie das in Deutschland ist, sondern im normalen Budget, was schon mal nicht so dramatisch meiner Meinung nach einzuschätzen ist. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich keine Debatten, ob wir israelische Drohnen kaufen, um irgendwie militärisch vorzugehen, weil wir eben überhaupt nicht nach außen militärisch orientiert sind. Das ist eine gewisse Erleichterung im normalen Umgang, würde ich meinen. Aber ansonsten würde ich noch ganz gern was zu dieser Sabotage sagen, weil natürlich Sabotage, wenn sie so betrieben wird, Angst erzeugt, vor allem wenn man ohne es auszusprechen, oder ich weiß gar nicht, ist es ausgesprochen worden von euren Ministerinnen, das dem russischen Staat in die Schuhe schiebt, dass der irgendwo Sabotage betreibt. Das ist ja dasselbe gewesen wie mit den Nord Stream-Sprengungen. Also da hat man ja mehr oder minder, ohne es auch auszusprechen, den Russen in die Schuhe geschoben, diese Täterschaft. Manche haben sogar gesagt, obwohl es ja völlig irrsinnig ist, das Russland zuzuschreiben. Und natürlich hat Sabotage immer den Effekt, dass Leute davor Angst haben. Wenn man dann einen Täter benennt, auch wenn das nicht sei oder nicht ist, dann hat man halt dieses Feindbild Russland wieder einmal bedient, und das scheint mir ein ganz wesentlicher Punkt zu sein bei dieser Sabotagegeschichte. Aber lass mich noch eine kleine Anekdote erzählen, die viele Menschen miterlebt haben, die vielleicht auch in dem Zusammenhang interessant ist, nämlich Sabotage bei der Deutschen Bahn. Ich habe sie erlebt, also ich bin ja nicht so oft in Deutschland, aber Mitte Juli auf der Fahrt von Hamm nach Duisburg mit dem 9-Euro-Ticket. Also da war bei jeder Station die Aufforderung, dass die Menschen von der Lichtschranke weggehen müssen, weil sonst sich die Türen der Züge nicht zusperren lassen, und das hat immer ungefähr 5 bis 10 Minuten gedauert, und von jeder Station zu jeder Station, und das haben wir alle in Deutschland miterlebt, hat man gesehen, wie die Deutsche Bahn eigentlich Sabotage an ihr sich selbst betreibt, indem sie Millionen von Menschen relativ sinnlos hin und her fahren lässt. Und denen, die wirklich unterwegs sind, um irgendwas zu erledigen, die das Leben schwer gemacht haben. Also Sabotage kann auch so funktionieren. Nur lieber Hannes, da muss ich natürlich sagen, das ist wahrscheinlich aus dem Ausland schwer zu beurteilen, aber dass die Deutsche Bahn natürlich als protestantisches Geißelungswerkzeug dieses Landes fungiert und jedes Opfer, was aus irgendeinem schrecklichen Grund im Leben gezwungen ist, mit dieser Bahn zu fahren, quält, das gehört hier einfach zum Lokalkolorit. Das machen wir Deutschen so. Das kann man vielleicht nicht von außen verstehen, Milena, oder? Du hast ja auch noch so ein bisschen Restverständnis für deutsche Bahnfetischismus, oder? Du fährst noch Bahn. Nein. Nein. Nicht? Nein, ich fahre schon lange keine Bahn. Ich bin noch nie gerne Bahn. Ich fand Bahnfahren immer ganz schrecklich. Also, es ist die Hölle. Ich bin mal eine Zeit lang ein bisschen Bahn gefahren, weil ich sonst immer so im Stau stand, also auch für die gleiche Strecke im Auto. Da habe ich dann gedacht, okay, dann geht's mit der Bahn schneller. Und das war aber noch vor Masken und vor sonst irgendwas. Aber boah, wie viele sogenannte Personenschäden ich mitbekommen habe, wie lange die Züge standen. Ja, das ist ja leider auch ein Selbstmordmittel, die Bahn in Deutschland. Und zwar ein durchaus arg genutztes. Es ist ja verrückt, weil ich bin wirklich nicht oft Bahn gefahren, habe aber locker 3-4 Mal
wegen Personenschaden lange stehen müssen. Also, aber nein, also ich persönlich tue das nur, wenn es nicht anders geht und jetzt schon gar nicht. Und ausgerechnet die Personenschäden kann man der Bahn nun nicht dann unbedingt vorwerfen, alles andere dann schon. Aber wer einmal in der Schweiz Bahn fuhr oder in Österreich mal die Westbahn benutzt hat, der weiß, wie Bahnfahren funktionieren kann. Und dann kommt man nach Deutschland und trifft auf die Deutsche Bundesbahn. Da erklärt sich mir jede Form von Gewalt, die sich da in den Zügen entwickelt. Aber so gerne ich über die Deutsche Bundesbahn weiter mit euch sprechen würde, es gibt andere Dinge, die das Land offensichtlich mehr aufregen und für, man höre schon, für Proteste sorgen. Also die üblichen Irren, die natürlich überhaupt nicht mehr landesfähig sind, Ostdeutsche Dieter Bohlen und in dem Fall auch Margot Kessmann, die protestieren. Wir können sie nicht einfach rausschmeißen, also müssen wir so tun, als ob sie vielleicht auch einen Grund haben könnten und mal schauen, worüber sie protestieren oder wogegen. Da haben dann doch wieder vergangenen Montag, Milena, offensichtlich Zehntausende völlig demokratieunfähige Ostdeutsche sich beschwert über die segensreiche Regierung, die wir haben. Kannst du irgendwie nachvollziehen, warum sie das tun? Nein, kann ich natürlich nicht. Corona-Maßnahmen, Energiepreise, Unterstützung des Kriegs in der Ukraine. Also ich glaube, das gibt natürlich viele Gründe. Bodo Ramelow von den Linken befürchtet schon eine neue Pegida, weil alle die dort natürlich auf der Straße sind, seien das absolut rechte Spektrum, wie er sagt. Ja? Also das ist schon, aber ja, das ist das Übliche. Das ist das Übliche, abkanzeln, abframen, delegitimieren. Und das ist ja auch ein schönes Beispiel, Dieter Bohlen und die Bild-Zeitung. Ja, Dieter Bohlen hatte ja auf irgendeinem Unternehmerkongress gesagt, das, was wir halt auch sagen, man hätte mit Putin schon von Anfang an verhandeln müssen, man hätte diese Sanktionen, sollte man einfrieren, wegnehmen oder irgendwas, weil sie nur uns schaden und so weiter. Also er hat das gesagt, was sehr viele Menschen denken. Und was passiert dann? Was schreibt die Bild-Zeitung? Also sie schreibt nicht nur, Dieter, du laberst Scheiße. Sie schreibt auch, wenn dein Wellensittich morgen kacken geht, hat er mehr Gedankengänge als du beim Thema Ukraine-Krieg. Stellt euch mal vor, das schreibt die Bild-Zeitung an Dieter. Wenn dein Wellensittich morgen kacken geht, hat er mehr Gedankengänge als du beim Thema Ukraine-Krieg. Und das ist Journalismus 2022, ja. Und dann versteigt sich die Bild noch zu der Lüge, nur die AfD würde seine Worte bejubeln. Also im Grunde alle Menschen, die die Bohlen zustimmen, und das tun ja auch sehr viele Historiker, ich nehme an, auch Hannes ist nicht ganz abgeneigt dieser Meinung, die sind dann ganz weit rechts und bäh, was ich beim Hannes weiß, dass das zum Beispiel nicht stimmt, bei mir ja eigentlich auch nicht. Aber das ist im Grunde wie bei Corona, jegliche Kritik muss im Keim erstickt werden. Jede Debatte muss unter den Tisch, weil das ist unbedingt nötig bei einer Politik, die sich ja mit gesundem Menschenverstand nicht erklären lässt. Also nur mit Druck. Und Bohlen fand Zustimmung nicht nur, liebe Sarah Kassner, sofort, Bohlen fand Zustimmung ja nicht nur bei Menschen draußen im Lande, sondern auch auf dieser Veranstaltung. Wer sich das Video im Netz anschaut, der sieht und hört, wie die Menschen dort wirklich applaudierten und aufstehen. Wörtlich sagte Bohlen, also wenn wir die Sanktionen nicht gemacht hätten, wenn man sich vernünftig an einen Tisch gesetzt hätte, dann bräuchten die Leute jetzt nicht den ganzen Firlefanz machen. Jetzt müssen die Leute frieren, das ist doch alles scheiße. Und Bohlen schloss dann mit, dass Russland für viel mehr Geld Gas nach Asien verkauft, dass der Rubel steigt und der Euro sinkt, das verstehe ich alles nicht mehr. Sarah Kassner, verstehst du es? Nein, verstehen tue ich es auch nicht mehr. Ich wollte noch zu dem Artikel gerne ergänzen, herrlich fand ich auch das Ende des Bildartikels, wenn wir schon bei dem ein Zitat waren, der Wellensittich hat mehr Gedankengänge. Das Ende, also in Kurzform nur für dich, Putin, bäh, will bomben und siegen, nix reden. Voll verarsche. Also, wie du gerade gesagt hast, Milena, das ist jetzt der moderne Journalismus, verrückt. Und ansonsten, was Dieter Bohlen sagt, ich meine, letzten Endes kann man davon halten, was man will oder nicht. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, die sagen, ja, mit einem Diktator, wie es Putin ist, sollte man nicht reden. Nur, was bringt es einem, wenn man sich nicht mehr gemeinsam an den Tisch setzt und nicht mehr redet? Weil am Ende endet es in einem Krieg, wo wir in Deutschland auch extrem drunter leiden und hier auch Millionen Menschen sterben. Oder was ist die Konsequenz letzten Endes? Also hier geht es ja um weitaus mehr. Und da finde ich, ist es genauso radikal, sich hinzusetzen und zu sagen, nein, mit dem reden wir nicht mehr, wie auch es radikal wäre, von Putin Bomben abzuwerfen und es
auch von der Ukraine nicht in Ordnung ist, Menschen zu töten. Also da muss man vielleicht einfach irgendwie sich mal wieder ein bisschen in den Emotionen zügeln und vernünftig reden und nicht weiter eskalieren und weiter eskalieren, weil das bringt am Ende niemandem was. Ja, zu den Sanktionen, das ist eines der wichtigsten Themen. Das ist Wirtschaftskrieg. Nichts rechtfertigt meiner Meinung nach den Angriff Russlands auf die Ukraine, abgesehen davon, dass deren Erzählung dahingehend lautet, dass er den Krieg internationalisiert hat, der ja schon seit 2014 als Bürgerkrieg bestanden hat, und das stimmt auch, aber der Angriff Russlands am 24. Februar ist trotzdem völkerrechtswidrig und zu verurteilen. Aber darauf mit einem Wirtschaftskrieg zu antworten, den es auch schon seit 2014 gibt, nebenbei bemerkt, in kleinerem Maß und jetzt schon 8 Pakete da aufzustellen, ist nicht nur selbstschädigend, sondern ist eben, finde ich, auch eskalierend, so ohne dies, wie schon gesagt worden ist. Und es kommt aus einer eigenen Logik in Gange, die so selbstverständlich davon ausgeht, dass die Energiekrise und diese sozialen Verwerfungen, die es ja schon wir spürt, in Frankreich zu sehen sind, in Großbritannien, dass die irgendwie von Putin gemacht wären, so nach dem Motto, weil Putin die Ukraine überfallen hat, wie gesagt, ungerechtfertigterweise, müssen wir frieren. Ja, wir müssen aber frieren, weil wir die Sanktionen erlassen haben. Und der Habeck hat vor 2 Tagen, glaube ich, habe das zufällig in der Tagesschau gesehen, hat er gesagt, Schuld an der Energiekrise und an den sozialen Problemen ist die russische Invasion. Und das ist der Umdrehung eigentlich von dem, was tatsächlich der Fall ist. Ja? Schuld an der Eskalation im Krieg ist die russische Invasion. Ja, richtig. Aber Schuld an unserer Energiekrise sind natürlich die Sanktionen, die da die Europäische Union erlassen hat. Und ich glaube, da muss man nicht unterscheiden, sondern da muss man einfach sagen, das eine ist diese Geschichte, das andere ist jene Geschichte. Und also mein Aufruf in dieser Frage ist immer zu sagen, es ist nicht unser Krieg. Ja? Also das ist ein Krieg, okay, schlecht, und wir haben schon so viele Kriege erlebt, also ich bin jetzt über 65, meistens von den Amerikanern, von der NATO angezettelt, und es sind nie Sanktionen erlassen worden, weder gegen die Koalition der Willigen, die im Irak eingefallen ist, ohne irgendeine völkerrechtlichen Grundlage, sondern mit einer Lüge, wie wir wissen, noch gegen die NATO, wie die Jugoslawien überfallen hat in 1999. Wir haben immer amerikanische Zigaretten gekauft und immer amerikanischen Whisky importiert und amerikanische Autos. Es ist niemandem eingefallen, amerikanische Waren zu sanktionieren. Und jetzt plötzlich geht sozusagen, nützt dieser kollektive Westen, also die EU zusammen mit dem transatlantischen Partner, beiden nützt sozusagen diese russische Politik, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Letztlich geht es natürlich darum, amerikanische Energie weltmarktfähig zu machen. Das Gas, das ja bis jetzt nicht weltmarktfähig war, weil es an Leitungen gebunden war, eben über Liquefied Gas Geschichten überhaupt überall auf der Welt verkaufen zu können und damit einen volatilen, variablen Preis zu erzielen, während bislang war es so, dass diese Gasleitungen ja garantiert haben, weil es langfristige Investitionen erfordert haben, dass auch langfristige Verträge da waren und man hat gewusst, in den nächsten 10, 20 Jahren funktioniert es, und das hat ja jahrzehntelang funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr, und das ist natürlich im Interesse jener, die das Gas am Weltmarkt verkaufen wollen und einen guten Schnitt machen wollen. Ja, richtig. Und die Amerikaner brauchen natürlich auch einen Blöden, der dieses teure Gas dann abkauft. Ja. Und natürlich ein Europa, das unbedingt Energie braucht und sagt, uns ist wurscht, wir kaufen alles von jedem, ja, ob von Kataris oder von den USA, egal wie teuer, weil wir brauchen das, ist natürlich perfekt. Also um diese neue US-Wirtschaftsgeschichte in Gang zu kriegen. Aber es ist auch ganz interessant, der Economist schreibt jetzt ganz schön und liefert auch Zahlen dazu, wie Europa wirtschaftlich abstürzt, und das gilt für alle großen Volkswirtschaften in Europa, und sich gleichzeitig Russland aber erholt. Ja, also Russland hat sich in dieser Zeit, in den letzten Monaten, genau gegen den europäischen Trend wirtschaftlich erholt. Und das zeigt natürlich, wie absurd das alles ist. Komplett.
Also ich wollte noch dazu sagen, du kannst sehr froh sein, dass du in Wien sitzt, weil mit so einer Aussage wie "Es ist nicht unser Krieg" würde der nach eigener Meinung ganz große Journalist der Bild-Zeitung, Paul Ronsheimer, die natürlich entgegenhalten, die Toten sind dir wohl egal, nicht? Das hielt zumindest die Bild-Zeitung Dieter Bohlen entgegen auf seinen Hinweis, und das zeigt das Niveau dieses sogenannten Journalismus, in dem einer vielleicht für die Toten verantwortlich gemacht wird, wenn er sagt, es sei nicht sein Krieg. Also insofern, ja, in der Tat, die wirtschaftlichen Folgen, Melina, sind ein erhebliches Stichwort, denn wir haben, das muss selbst die Taz zugeben, eine Inflation von 10% erreicht. Das ist Rekord für Bundesdeutschland nach Kriegszeit, beziehungsweise für das vereinte Deutschland. Und das gab es auch im früheren Westdeutschland in den 50ern nur zuletzt, eine ähnliche Honig, Angst nach anderer Rechenart. Selbst die Regierung muss jetzt zugeben, das kann ein gewisses Schmunzeln, kann ich mir nicht verkneifen, dass da wohl eine Rezession drohen könnte, sagte Habeck. 0,4% würde die Wirtschaft sinken im nächsten Jahr. Nun sind wir alle keine Volkswirte. Ich würde es trotzdem sagen, das ist wohl niedrig gegriffen. Und gleichzeitig, liebe Sarah Kassner, jubelt Ricarda Lang nun, dass das Gratis-Ticket da ist. Das Ticket für die schon angesprochene Bahn für alle. Nach grünem Mathematikverständnis ist das nämlich völlig kostenfrei. Das sei ja hervorragend, und in der Summe würde es die Welt retten und die Menschen. Es kostet aber tatsächlich 3 Milliarden weitere Euro unseres Steuergeldes. Wie ist das alles einzusortieren? Also dieses Regime gibt immer weiter kräftig Geldgeschenke, während die Wirtschaft immer weiter abschmiert. Hilf mir, das zu sortieren. Ach, Paul, das. Ich habe jetzt schwierig. Nur noch dich. Alle anderen gucken, winken immer ab, wenn ich das frage, weil du musst es jetzt erklären, der Welt und mir. Ich finde es schwierig. Das 49-Euro-Ticket. Also letzten Endes kann man sich ja überlegen, was passiert, wenn jetzt das so, wenn wir ein 49-Euro-Ticket haben. Gehen wir beispielsweise nach Hamburg, wo die U-Bahn und S-Bahn wirklich sehr gepflegt sind. Sie fahren größtenteils pünktlich. Es ist nicht wie in Berlin, wo jede Stunde eine Bahn ausfällt. Es ist sauber, es sind wenig Obdachlose, die rumrennen. Also die Bahn macht ein gutes Erscheinungsbild. Wenn jetzt aber die Preise, also wenn die Menschen die Kosten komplett absetzen können, weil es dieses 49-Euro-Ticket gibt, das Personal muss trotzdem bezahlt werden. Die Bahnfahrer, die Reinigungskräfte, die Kontrolleure, Sicherheitsleute. Wie soll das passieren, wenn das Geld nicht mehr zur Verfügung steht? Also das ist zum Beispiel das Erste, was ich an diesem 49-Euro-Ticket ganz stark kritisiere. Dann verstehe ich nicht, warum Geld aus dem Fenster geschmissen werden muss, wenn wir schon davor sind, dass wir in einer Rezession sind. Also das sind irgendwie Dinge, die passen nicht mehr zusammen. Die Grünen wollen sich dafür einsetzen, dass dass das Leben bezahlbar sein kann. Es haben immer mehr Menschen die Angst, ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können, haben extreme Angst davor, dass sie sich nicht genügend Essen kaufen können. Das ist mit die größte Angst der Zeit, laut einer aktuellen Umfrage. Und stattdessen werden irgendwelche Gelder rausgeschmissen, wo es doch an ganz anderer Stelle irgendwie nötig wäre zu investieren. Naja, ich meine, wenn du dann deine Wohnung verlierst, kannst du mit deinem 49-Euro-Ticket ja in die S-Bahn ziehen, immerhin, könnte man jetzt als Grüner sagen. Aber Milena, du warst gerade ganz empört. Wenn du die Lösung hast, ich verstehe es nicht. Also wie kann man bei solchen Wirtschaftsdaten jetzt tatsächlich die dickste Subventionierungsaktion für Tickets, für so Fantasiepreise starten und den Menschen erklären, dass das nun die Probleme lösen würde? Ich halte es für widersinnig. Wenn man sich die Regierung so anschaut, die ja in keinster Weise schuld ist, Hannes hat ja gesagt schon, es ist alles eher Putins Schuld. Frau Göring-Eckardt von den Grünen hat übrigens noch einen weiteren Wirtschaftskiller ausgemacht, und zwar ist das Long-Covid. Das hat sie in einem Tweet gemacht, sie erklärt es nicht näher. Im Ernst, ne? Das ist kein Gag, Leute. Sie hat demnächst eine Pressekonferenz mit Margarete Stokowski, da wird ihr dann erklärt, warum das so ist. Ja, stell dir mal vor, also da steht dann auch Long-Covid, kann die Wirtschaft dann schwächen, also wahrscheinlich, wenn keiner mehr arbeiten kann. Aber das, ich meine, es ist alles so widersinnig. Zum Beispiel auch, der Ölpreis ist ja um 9% gesunken, die Tankstellenpreise aber um 6% gestiegen. Naja, da kugeln sich jetzt natürlich auch ein paar vor Lachen, also Autofahrer sind es nicht. Und Herr Habeck, der faselt weiter davon, dass das Kartellamt mehr Kompetenzen braucht. Das macht er bereits seit einem Dreivierteljahr.
Immer wieder sagt er das. Ich habe nicht gehört, dass dort irgendwas passiert. Ich habe nicht gehört, es gab ja mal diese Diskussion, dass man die Mineralölgesellschaften irgendwie einnorden muss, damit die keine Gewinne abschöpfen. Dann hat sich rausgestellt, das war, ging gesetzlich gar nicht. Ja, und jetzt ist das einfach so. Also ich muss wirklich sagen, das ist schon das Unfähigste überhaupt, dass ein Geld, das nicht da ist eigentlich, also immer wieder Sondervermögen, also neue Schulden zu gründen, also und das dann Sondervermögen zu nennen, rauszuhauen, jetzt auch ein 49-Euro-Ticket, das macht relativ wenig Sinn. Ich glaube, sie versprechen sich davon, dass die Inflation sinkt, weil in den Sommermonaten ist durch dieses 9-Euro-Ticket tatsächlich die Inflation nicht weiter gestiegen. Ja, und erst nach Ablauf des 9-Euro-Tickets ging es wieder nach oben. Ich weiß nicht, was erhoffen Sie sich davon? Natürlich kann ich deine Frage nicht abschließend beantworten, Mich Paul. Beschlich so das Gefühl, ja. Ich hoffe, ich habe ein bisschen für weitere Verwirrung gesorgt. Das absolut. Aber ich sehe dir nach, dass du natürlich einem solchen wirtschaftlichen Genie wie Robert Habeck nicht so einfach in die Karten durchschauen kannst. Aber lieber Hannes Hofbauer in Wien, es ist ja durchaus so, dass das... Oder ist es so, Frage an dich, dass das Ganze jetzt diese Ängste eine neue Qualität haben oder diese Druckkulisse, die der Staat da aufbaut? Wir haben hier in Deutschland alle Jahre wieder seit langer, langer Zeit eine große Versicherungsstudie, die jetzt auch kürzlich wieder durchgeführt wurde und die sich immer mit den Ängsten der Deutschen befasst. Da ist, wenn man sich die Ergebnisse über die Zeit anschaut, eigentlich immer ganz oben irgendeine Form von wirtschaftsbedingter existenzieller Bedrohung. Das ist mal die Angst im Alter, pflegebedürftig zu sein und das nicht ausreichend finanzieren zu können. In diesem Jahr ist es nun die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten auf Platz 1. Platz 2 ist die Unbezahlbarkeit der Wohnung und Platz 3 dann nochmal die schlechtere Wirtschaftslage. Also 1, 2 und 3 eigentlich das Gleiche. Es will heißen, die Deutschen zumindest haben echte Angst vor dieser wirtschaftlichen Entwicklung. Aus meiner Sicht ist das eine andere Situation als in den 2 Jahren Wahnsinn davor. Denn auf ihre Einschränkung ihrer Würde, auf ihre Grundrechte, das war ihnen relativ egal. Sie schienen gar keine Angst zu haben, dass sie sich jedweder Würde berauben lassen durch idiotische Maskenvorgaben. Aber jetzt geht es offensichtlich um etwas, was sie bedroht. Ändert das auch aus deiner Sicht vielleicht die Dynamik dieses ganzen Spiels? Oder meinst du, der Staat kommt mit seiner Repressionspolitik trotzdem ähnlich ohne Widerstand durch? Die Angst ist weit verbreitet, aber ich würde noch ganz gern was sagen zu dieser Subventionierung der Bahn, wenn ich darf. Weil ich glaube, dass das eine vergleichsweise billige staatliche Aktion ist, mit Staatsgeldern um sich zu schmeißen. Verhältnis zum beispielsweise diesen neuen Leitsektoren, denen der Staat mit der ganzen Corona-Politik geholfen hat. Ich spreche von Biotechnologie, Pharmaindustrie, da sind ja dreistellige Milliardenbeträge in neue Leitsektoren geflossen. Und das hat meiner Meinung nach damit was zu tun, dass wir es mit einer Kapitalverwertungskrise zu tun haben, die rhythmisch kommt im Kapitalismus. Und 2008 ist mehr oder minder dieser Staat und die umliegenden Verhältnisse, wenn man so will, am Zusammenbrechen gewesen. Da hat der Staat schon die sogenannten Banken gerettet und jetzt pumpt er Geld wie nur in neue Sektoren, weil die alten eigentlich die Rendite für die Kapitalgeber nicht mehr versprechen. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund von dem, was sich derzeit abspielt. Ja, jetzt haben wir es noch zusätzlich mit der Militärindustrie, da wird ja auch Massen von Geld hineingepumpt. Also mit der Rüstungsindustrie und die Leute sehen, dass eigentlich irrsinnig viel Geld da wäre. Ja? Also sprich, das ist natürlich nicht hier, aber der Staat ist bereit, es auszugeben und letztlich Schulden zu machen. Aber er gibt es ganz konkret in den Sektoren, von denen die Leute nichts haben. Ja? Also es wird keine Sozialpolitik gemacht, es werden die Krankenhäuser nicht irgendwie ein verbessertes Krankenhaussystem aufgestellt, sondern es geht in die Biotechnologie, in die Pharmaindustrie und jetzt in die Militär- und Güter- und Rüstungsindustrie. Und da haben die Leute, die durchblicken, die sehen, was los ist, und die anderen haben halt Angst vor dem Verlust ihrer Lebensqualität oder ihres Wohlstands, den sie sich ein bisschen angespart haben. Ja? Und was ist ja eine große Inflation, die zweistellig oder vielleicht sogar mehr wird, ist letztlich nichts anderes als die Enteignung von jenen, die nichts haben, als Arbeitskraft und Sparbuch. Weil jene, die irgendwie Zinshäuser haben oder investiert sind in die
Biotechnologie, die brauchen davor keine Angst haben. Und das ist sozusagen die soziale Schieflage. Und wenn man da vom Staat her in der Lage ist, diesen zu überdecken mit Angstverbreitung, egal in welcher Richtung, ja, dann hat man gut gearbeitet, aber halt nicht für die Menschen. Lass mich trotzdem mal nachhaken, über Hannes. Ist denn das eine nicht doch irgendwie eine neue Qualität so der Diskussion? Wir haben ja in den letzten, in den ersten zwei Jahren dieser sogenannten Pandemie, dieser politischen Aktion zur Herstellung von Gefügigkeit, ja nicht diese existenzielle Bedrohung, zumindest bei der breiten Bevölkerung, registrieren können. Die Branchen, die betroffen waren, das waren Künstler, das waren Clubs in Berlin, also all die wirklich unmittelbar schließen mussten und erst spät Hilfsgelder erhielten. Jetzt scheint es doch aber so zu sein, dass bei der breiten Bevölkerung wirklich wirtschaftliche Existenznot entsteht. Oder ist das nur meine Wahrnehmung? Für mich ist das neu. Nein, das ist durchaus richtig. Das ist durchaus richtig. Aber man hatte damals schon einschätzen können, dass mit den Milliarden, die der Staat jetzt für Unternehmenshilfen, für Testkits, für Impfdosen ausgegeben hat, dass es irgendwann einmal bezahlt werden muss und dass irgendwann einmal sozusagen das reinkommen muss. Ja. Und für uns, also für mich war das einer der Hauptgründe, warum ich gegen diese ganze Corona-Politik aufgestanden bin. Weil medizinisch kenne ich mich nicht aus. Aber ökonomisch habe ich gesehen, das ist eigentlich ein verrückte Politik, quasi Corona-Keynesianismus zu betreiben, der nicht bei den Leuten ankommt, sondern bei diesen Unternehmungen. Und jetzt sieht man halt, die Menschen haben tatsächlich Angst vor der Zukunft, also soziale Angst, Überlebensängste. Diese Angst war eigentlich schon berechtigt in der Corona-Zeit. Damals wurde es aber noch so kommuniziert, wie wenn es nur um Freiheit, ja oder nein geht, also sprich Grundrechte. Ja. Aber jetzt sieht man, es geht nicht nur um Grundrechte, sondern es geht sozusagen um soziale Existenzen. Ja, und man darf nicht vergessen, dass in der Corona-Zeit viele Leute ihre Reserven aufgebraucht haben. Ja, also ich erinnere mich auch hier an die Friseurin in meiner Straße, die gesagt hat, ja, sie hat irgendwie 1.000 Euro gekriegt vom Staat und muss aber Miete zahlen, die muss ihr eigenes Leben zahlen. Das heißt, das, was sie für die Altersvorsorge zurückgelegt hat, das ist in den letzten zwei Jahren dahin geschwunden. Und das geht natürlich sehr, sehr vielen Menschen so. Das heißt, man greift jetzt einem nackten Menschen in die Tasche. Ja, und das mit 10% Inflation. Und das wird natürlich noch mehr werden. Also es wird ja mehr werden. Es geht ja immer nur nach oben. Es gibt ja keine Richtung nach unten und es gibt ja auch keinen Grund, warum es nach unten gehen könnte. Und wenn man auf der anderen Seite dagegen arbeitet mit Zinserhöhungen, dann hat man wieder andere Problematiken. Ja, dass zum Beispiel Häuslebauer pleite gehen, dass da irgendwie auch irgendeine Blase platzt oder dass ganze Länder wie Italien ihre Zinsen nicht mehr begleichen können. Also wie man es auch macht, im Moment sehe ich keinerlei Lösung, das Ganze in den Griff zu bekommen. Und ja, die Menschen haben Angst und das völlig zu Recht. Ich kann noch ergänzen, wenn du vorhin sagtest, medizinisch kannst du es nicht einschätzen. Ich kann dich beruhigen, auch medizinisch macht es überhaupt keinen Sinn. Das macht das ganze Debakel nicht besser, aber zeigt vielleicht das ganze Ausmaß des Wahnsinns. Ihr Lieben, ich muss auf die Uhr schauen und ein wichtiges Thema haben wir noch nicht angesprochen, also wichtig zumindest aus Sicht des sogenannten Queer-Beauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann nämlich. Der beschwert sich bitterlich über schäbige Stimmungsmache auf Kosten von, Zitat, transsexuellen Kindern. Da kam es zu einer Art Eklat über etwas, das sich Regenbogenportal nennt. Sarah Kassner, du hast da Details für uns. Bunte, nehme ich an. Sehr bunte und naja, erschreckende, würde ich auch sagen. Beziehungsweise, also das Regenbogenportal sei ein Portal für junge Menschen, die sich informieren wollen, wie es denn ist, wenn sie lesbisch, schwul, trans oder anderweitig sexuell sind. Vom Bundesministerium für Familie, muss man mal sagen, dazu für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und die haben vor zwei Jahren schon eine Infoseite gehabt, jung und transgeschlechtlich. Unter der Überschrift, bin ich transgeschlechtlich, woher weiß ich das? Die Antwort darauf ist, nimm dir Zeit. Probiere es aus. Fühlst du dich als Mädchen wohler oder fühlst du dich als Junge wohler? Wichtig ist, es soll dir jetzt gut gehen. Wie du in 10 Jahren leben wirst, ist egal. Als Mann, als Frau, das musst du im Moment noch nicht entscheiden. Und darunter gibt es einen kleinen Absatz über Pubertätsblocker, wo geschrieben wird, du bist noch nicht in der Pubertät,
dann kannst du jetzt Pubertätsblocker nehmen und die könnten vielleicht helfen. Daraufhin gab es eine riesige Welle jetzt in den Medien und es wurde sich ja eigentlich schon fast beschwert, wie das Bundesministerium junge Menschen dazu raten kann, Pubertätsblocker zu nehmen. Und es wurde ein Absatz oder mehrere Absätze ergänzt, dass man das unbedingt in Absprache mit einem Arzt tun sollte. Was ich daran nur unglaublich erschreckend finde, ist, dass Kinder, finde ich, so wie ich es wahrnehme, schon so desorientiert werden in ihrer Sexualität, wo sie noch gar nicht wissen, also das sind Kinder, das muss man ja eigentlich mal dazu sagen. Und in der Pubertät findet man überhaupt erstmal die Persönlichkeit und die werden nach vorne und hinten gejagt und wissen überhaupt nicht mehr, wer sie sind. Die Erziehung wird von den Eltern, also ich weiß nicht, das schaukelt sich in den Medien ja auch so hoch, wenn man sich dann noch überlegt, dass die Kinder in den sozialen Medien immer weiter in diesen Strudel gezogen werden, anstatt dass man irgendwie deren Entwicklung insgesamt fordert, verschiebt sich die Debatte darum, ob sie Pubertätsblocker nehmen können und sollen und dürfen. Das ist schon heftig. Also alles, was ihr in Absprache mit einem Arzt tut, macht es selbstverständlich völlig in Ordnung. Aber Milena Preradovic, bitte. Ja, ich glaube, ich meine, ich bin ganz sicher, dass Kinder vor der Pubertät sicherlich nicht den ganzen Tag darüber grübeln, ob sie trans sind oder im falschen Körper. Das tun sie nur, wenn man es ihnen nahelegt oder einredet. Und ich habe den Eindruck, trans ist das neue Hochbegabt oder das neue ADHS, ja, für wichtigtuerische Eltern, die nebenbei noch komplett überfordert sind mit ihrem Nachwuchs. Und da muss dann eine Erklärung her, warum das Kind in der Schule versagt oder warum es bockig ist. Jetzt ist es halt trans. Früher war es halt hochbegabt, hat sich gelangweilt oder hypermotiviert mit ADHS und ja, und jetzt ist es trans und das wird also hochoffiziell noch von der Regierung unterstützt. Da fühlen sich dann diese Eltern auf der richtigen Seite. Und ich meine, das Verrückte ist, dass jetzt die Befürworter sagen, wieso denn Pubertätsblocker, was habt ihr dagegen? Das ist ja umkehrbar. So nach dem Motto, das nimmst du mal 4 Jahre und dann lässt es wieder bleiben. Dann kommst du in die Pubertät mit 25, ja? Also ich meine, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt einfach so ohne Folgen bleibt, wenn man jahrelang Pubertätsblocker nimmt, Paul, nein. Arzt? Nein. Also klares, hartes, scharfes Nein. Und ich schließe mich ungern Parteipolitikern an und erst recht natürlich keinen, die ich dann kurz darauf auch noch interviewe. Aber tatsächlich sagte zu diesem Kasus die AfD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch wörtlich, dieses Informationsportal sei das Widerwärtigste, das es seit langem gegeben habe. Kinder werden ermuntert, sich chemisch zu kastrieren, in leichter Sprache, direkt adressiert. Das ist ein Aufruf zur schweren Körperverletzung. Die Familienministerin, die das verantwortet, gehört vor ein Gericht. Ich schließe mich dieser Äußerung ärztlich in vollem Umfang an und setze hinzu, dass der Queerbeauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann von der Grünen Partei diese widerwärtige Tradition seiner Partei fortsetzt, immer wieder mit sexuellem Kindesmissbrauch aufzufallen. Auch das hier ist eine politische Form sexuellen Kindesmissbrauchs, die wirklich katastrophal ist, kaum zum Witzemachen taugt und die nur noch den Kopf schütteln lässt darüber, was mit Steuergeldern gemacht wird, um nichts anderes als Ideologie durchzusetzen. Wir wissen in der Medizin. Wenn ich eine Krankheit oder jede Form von Behandlung bewerbe und sie öffentlich in das Zentrum rücke, dann steigen reaktiv die Selbstdiagnosen in diesen Bereichen. Und wenn so eine Selbstdiagnose erstmal getroffen wurde von einem Menschen, der meistens ein ganz anderes Problem hat, dann ist es ein hartes Stück Arbeit, den erstmal wieder von dieser Selbstdiagnose zu lösen. Das ist ein Problem. Und der Patient oder die Patientin ist dann fixiert darauf, dass sie nun gerade das sei. Milena, du hast es schon angedeutet, gerade Kinder vor der Pubertät, die allerlei Probleme haben mit ihrer Körperentwicklung, mit ihrer sexuellen Orientierung, dann diese Pseudolösung trans anzubieten und das dann zu kombinieren mit der medikamentösen Behandlung, die in die Hormonentwicklung eingreift. Ja, das gehört vor ein Gericht. Das kann man nicht mehr anders sagen. Und es ist eine Katastrophe, dass diese missbräuchliche Sexualisierung von Kindern tatsächlich mit Steuergeldern betrieben wird und aus meiner Sicht ein neuer Tiefpunkt dieses Regimes. Es ist vielleicht keine besonders heitere Note, um darauf zu enden, aber ändern kann ich die Faktenlage da leider nicht. Ist das jetzt wieder strafwürdig gewesen? Bekomme ich jetzt wieder Besuch? Noch nicht? Nein. Das war vollkommen richtig. Ich sehe das weniger ideologisch, sondern auch wieder wirtschaftlich. Und das zeigt ja, also die Bewerbung von solchen
Pubertätsblockern zeigt, wo die neuen Leitsektoren zu Hause sind. Pharmaindustrie, die freuen sich und dahinter steckt natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse. Ansonsten fällt mir zur transsexuellen Hype nicht sehr viel ein. Es interessiert mich nicht besonders. Ich finde, das hat sich gedreht in den letzten 30, 40 Jahren, seitdem ich in dieser Gesellschaft politisch betätigt. Eventuell noch vielleicht eine kleine Einschätzung, dass die gesellschaftliche Desorientierung, die ja, wie wir alle sehen, in den letzten Jahren extrem zunimmt, sich auch individuell niederschlägt in der Frage, wer bin ich, was bin ich, wo bin ich zu Hause, in welchem Körper. Da bräuchte es Hilfe, aber sicher keine Blocker. Amen. Kann man wenig zu ergänzen und mit Blick auf die Uhr sollte man das auch nicht mehr tun. Mir bleibt da nur noch euch für dieses Wochenende zwei Programmhinweise zu geben. Ich habe es gerade schon anklingen lassen. Am morgigen Sonntag, dem 26. Oktober, so ein Unsinn, am morgigen Sonntag, dem 16. Oktober um 20.05 Uhr habe ich das Vergnügen, bei Paul Brandenburg live eben besagte Beatrix von Storch zu begrüßen als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD und absolute Reizfigur der politischen Linken. Stellt sie sich ihren und euren Anruferfragen und Meinungen zu der Frage, hat die politische Rechte Antworten, die uns aus dieser historischen Krise führen können, oder hat sie mit sich selbst genug Probleme und ist gar nicht regierungstauglich? Ich freue mich über ihre und eure Anrufe hier im Studio, hoffe, dass die reichlich stattfinden werden und an alle anderen noch sagen, heute gibt es eine neue Folge von Friedensnoten, wie immer auf rubicon.de. Da präsentiert ein Künstler seinen Text zu einem von ihm ausgewählten Friedenssong. Diesmal stammen Text und Liedauswahl von Feline Konrad. Und damit, ihr Lieben, rufe ich euch zu, was ich Woche um Woche rufen muss. Wie auch immer dieses Regime davon abzulenken sucht. Die erfundene Pandemie und auch die Mär vom bösen Russen sind nichts anderes als politischer Terror gegen die Menschlichkeit. Und der wird nicht enden, bevor wir ihre Betreiber nicht friedlich aus den Ämtern gejagt haben. Wer unser Grundgesetz bejaht und die offene Demokratie, für die es steht, der muss jetzt aufstehen. Erst recht, wenn er Uniform trägt oder in diesem Staat ein Amt innehat. Verweigert den Terroristen heute wie in Zukunft jeden Gehorsam. Schmeißt die Masken und die Nachweise endgültig weg. Kommt in Frieden zusammen und maximiert eure Kontakte mit all den Menschen, die nicht vorab nach Beweisen eurer Ungefährlichkeit fragen. Nutzt jede Gelegenheit zum Kontakt mit denen, die euch gut tun, denn genau dafür ist das Leben da. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen drei Gästen für die spannende Diskussion. Hannes Hofbauer, Sarah Kassner und Milena Preradovic. Das war Nummer 55 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt, zur Freude von Fancy Naser, am kommenden Samstag. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderschönes Wochenende.